Das Radio 1 Parkfest. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir natürlich nochmal ganz, ganz herzlich willkommen hier. Ich habe mir logischerweise auch überlegt, also lange und sehr genau überlegt, das ist, da sind schnell mal 5 Minuten weg, überlegt, was machst du, was ist sinnvoll, was passt auch schön zu diesem ja sehr, sehr schönen, sehr tollen Abend. Und insgesamt haben wir im Moment eigentlich eine relativ schwierige Zeit. Also, wo viele auch sehr grummelig sind, sehr, sehr unzufrieden, obwohl es eigentlich ja insgesamt ihnen ganz gut geht, trotzdem irgendwie auch verunsichert und alles. Und da dachte ich, dann versuch doch heute Abend eher so von diesen Momenten, diesen Glücksmomenten, die man auch haben kann. Also immer wieder, gerade in Berlin, die du erleben kannst, und zwar gerade auch in Momenten, wo man eigentlich nicht mit rechnet. Also um dann ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich hatte vor relativ kurzer Zeit, hatte ich die Situation, das war gewesen hier Joachimsthaler Straße. Und zwar eine der wirklich ganz, ganz großen Kreuzungen, die es ja dann in Berlin auch mehrere gibt, die du eben als Fußgänger in einer Grünphase gar nicht schaffen. Ja? Näher ans Mikro. Ist so besser? Genau. Sehr schön. Genau, also eben Joachimsthaler Straße, eine dieser Kreuzungen, die du als Fußgänger normalerweise in einer Grünphase gar nicht schaffen kannst. Also die du überhaupt irgendwie, und da bin ich dann auch, ja, näher kann ich nicht mehr ran. Also es ist wirklich schon, dass ich quasi eigentlich, es wird dann auch undeutlich. Es ist immer so ein Kompromiss. Nein, da war eben diese Kreuzung, wo ich dann auch rauf bin und nach relativ früh, ich bin vielleicht auch ein bisschen spät rauf, das muss man sagen. Also vielleicht war es auch schon eine Weile grün, als ich dann rauf bin, und nach ungefähr einem Drittel wurde es aber schon rot. Und das ist ja immer dieser Moment, wo dann auch so ein leichter Adrenalinstoß kommt. Also wo man dann auch selber schon denkt, oh, ideal ist es nicht. Also nee, das ist, und dann auch dachte, oh, jetzt musst du auch mal, und dann eben auf der Straße, weil auch die Autos ja schon unruhig wurden, so, oh, das merkst du ja auch, dann eben so aus dem Gehen ins Laufen gekommen bin. Also ne, in die, aber jetzt nicht dieses Athletenlaufen. Also nicht dieser plötzliche Antritt und so, das ist ja auch Quatsch. Also ne, wenn du da so plötzlich, da hat ja keiner was von, wenn ich da mit der Zerrung auf der Kreuzung. Also und muss ja auch eh gucken, wenn du so schnell beschleunigst mit der Frisur und allem. Und nee, also jetzt nicht so dieses wahnsinnig schnelle Athletenlaufen, sondern mehr so ein Fußgängerlauf, ne? So ein würdevolles Laufen, so schön, so flüssig rein, ne? Also Knie schon auch noch durchgedrückt, aber schon laufen. Also richtig, und es lief auch sehr gut. Ich war sehr zufrieden. Es lief wunderbar mit dem Laufen. Ich war sehr glücklich, sehr schön und so, und war auch schon fast am Bürgersteig. Hatte ihn fast, also war kurz davor. Und kurz bevor ich ihn aber erreicht hatte, hat dann ein Radfahrer, der mit den Autos an dieser Kreuzung eben gewartet hat, hat dann sehr laut praktisch in meine Richtung dann auch gesagt, oh, Entschuldigung, also nur zur Information, Sie werden übrigens gar nicht schneller, wenn Sie laufen. Ja. Was ich eine Unverschämtheit fand, also wirklich auch eine Frechheit, weil das weiß ich auch, also das habe ich schon gemerkt, das kann wahrscheinlich sogar stimmen, wahrscheinlich bin ich gar nicht schneller geworden und so, also das sehe ich ja auch, also das habe ich mitgekriegt, die Landschaft fliegt jetzt nicht gerade an mir vorbei, also klar, nee, die ist eigentlich praktisch gleich schnell geblieben und so, darum geht es ja gar nicht, es geht ja um die Psychologie, um diesen Moment, dass ich zeige, hui, guck mal hier, ich zeige guten Willen, ich bemühe mich schnell über die Kreuzung und so. Darum geht's ja. Und bin deshalb so wütend geworden, dass ich für meine Verhältnisse, kann man sagen, aus der Haut gefahren bin. Also doch relativ gesehen, also quasi. Also, oder ich habe auch mal was gesagt. Und das ist ungewöhnlich, weil ich sage normalerweise nichts. Aber da, ich war so wütend. Also ich musste natürlich erstmal noch zum Bürgersteig, war auch ein bisschen außer Atem und so. Aber klar, aber dann eben, als ich dort war, mich dann in seine Richtung gedreht habe und dann eben auch gesagt habe, junger Mann, und so jung war der gar nicht. Also, ne, wo ich auch dachte, nee, da soll er mal drüber nachdenken. Also, das ist schon, damit er erstmal so ein bisschen weich auch schon wird. Und dann aber eben gesagt habe, junger Mann, und Sie werden übrigens auch nicht intelligenter, wenn Sie reden. So. Ne. Was? Ja.
was natürlich ein großartiges Gefühl war. Also weil da rechnest du ja auch nicht mit, wenn du dann dich da aufbaust, dass dann auch so ein Satz kommt. Also das weißt du ja vorhin. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe ganz oft die Situation, dass ich denke, so, jetzt sage ich aber mal was und dann kommt nichts. Also dann, und dann, das ist dann schade. Also wenn dann, das ist dann auch nicht so eindrucksvoll. Also und dachte da, nee, das ist ein Satz. Also da, da hast du Glück gehabt. Also das kriegst du nicht jeden Tag. So einen schönen Satz dann, hui, der in die Situation passt, der auch inhaltlich Sinn ergibt und alles. Und war eben sehr zufrieden. War sehr glücklich. Also ein großes Glücksgefühl mit meinem Satz und allem drumherum. Und hab dann noch etwas feststellen dürfen. Also etwas ganz Erstaunliches eben aus dem Bereich Physik. Also wo man ja auch eigentlich denkt, Physik im Großen und Ganzen kannst du, weißt du alles, also hast du alles begriffen und so, aber auch da, man wundert sich, es gibt immer noch so Kleinigkeiten, so kleine Bereiche, wo dann doch nochmal Informationen kommen können, wo ich auch sagen würde, wusste ich so noch nicht. Also und zwar hier in dem Falle quasi aus dem Bereich Optik, mehr oder weniger, weil ich habe dann für mich relativ überraschend festgestellt, dass es eben tatsächlich Menschen gibt, die werden sehr, sehr, sehr viel größer, wenn sie vom Fahrrad absteigen. Ja, aber erheblich größer. Also das meint man nicht. Also ganz, ganz, was ich im ersten Moment auch gar nicht gemerkt habe, ne, weil ich mich noch so über meinen Satz gefreut hatte und auch noch so glücklich war mit dem Satz und allem drumherum und so und dann auch nur dachte, Mensch, das zieht sich zu. Also, das hätte ich nicht gedacht. Das sah so gut aus, dass wir heute noch mal Wetter kriegen. Boah, also das ist überraschend. Also da und erst dann nach einiger Zeit eben gemerkt habe, nee, du stehst im Schatten. Also, weil er war wirklich sehr groß. Sehr, sehr, sehr erheblich groß. Also richtig und auch nicht gut gelaunt. Also wo ich auch an dem Gesicht sehr schnell gesehen habe, der ist nicht abgestiegen, um mir zu meinem Satz zu gratulieren. Also das hätte ja sein können, weil es ja auch ein guter Satz war. Na, also wo ich dachte, aber nee, da habe ich auch ein ganz feines Gespür für, ganz feine Antennen und so. Das kriege ich sehr schnell mit. Das kann ich antizipieren und habe gemerkt, also der ist, das geht ihm jetzt nicht um germanistische Belange. Also der ist eher so, halt sehr schlecht gelaunt. Und an der Stelle habe ich jetzt, das war jetzt ein bisschen eine lange Einleitung, also nur ein kleiner Einschub da. Das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, wo mancher jetzt auch wahrscheinlich denkt, wie weit denn noch vom Thema weg? Also nein, nur zur Erläuterung für diese Situation. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mir tatsächlich auch mal ein sehr gutes Fernglas gekauft. Das habe ich damals getan, weil ein Nachbar, also im Haus gegenüber auf der Straßenseite unseres Hauses, sich offensichtlich ein Sky-Abo angeschafft hatte. So. Und da man von unserer Wohnung aus eben einigermaßen gut seinen Fernseher sehen konnte, habe ich mir also dieses Fernglas besorgt, klar. Um so bei ihm ohne größeren Aufwand die Champions League mitgucken zu können. Also machen ja viele so, ist ja jetzt nichts Besonderes. Natürlich wurde ich später darauf hingewiesen, dass ich für den Preis dieses Fernglases wohl auch einige Jahre so ein Pay-TV-Abo hätte abschließen können. Klar. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, das System zu überlisten. Ne? Also die Champions League zu gucken, ohne ein Abo abzuschließen. Und trotzdem nicht kriminell zu sein. Das ist es. Die Eleganz. Das, wobei das mit dem Kriminellsein noch immer relativ ist. Aber damals, es war übrigens auch nicht wirklich bequem mit dem Fernglas. Gar nicht. Also mir haben schnell die Arme wehgetan. Und man hat auch nicht gut gesehen. Also ganz ehrlich, meistens wusste ich nicht, wie es ausgegangen ist hinterher. Also im Regelfall, das war eher so ein Gefühl und so. Also, aber egal, ich habe das System überlistet und damit ging's und hab fast kein Spiel am Fernseher meines Nachbarn von gegenüber versäumt, weil ich's konnte mit meinem Fernglas. Heute hat mein neuer Nachbar bei uns im Haus auf unserem Stockwerk ein Sky, ein DAZN, ein Eurosport und was nicht alles für Abos. Er guckt alles und ich bin jederzeit herzlich eingeladen mitzugucken. Jederzeit, er wird sich freuen. Er hat mir sogar einen Schlüssel gegeben, ne, damit ich auch, wenn er mal nicht da ist, problemlos da gucken kann, aber ich mach's nie. Ich mache es praktisch, weil ich so das System nicht überliste. Es hat seinen Reiz verloren. Es fehlt die Motivation. Also die Champions League, das Gucken, der Reiz des Trickreichen mit dem Fernglas und der Angst vor der Polizei. Also wo ich natürlich immer dachte, die könnten irgendwann klingeln. Klar, weil irgendjemand angerufen hat, um sich zu beschweren, dass ich da über Stunden mit einem Fernglas das Haus gegenüber beobachte. Ist ja klar. Und ich dann dem Polizisten erklären muss, dass ich jetzt nicht pervers bin oder verrückt oder seltsam oder so, sondern nur wie ja viele andere auch mit einem Fernglas im Fernseher gegenüber Champions League gucke. Ja, also wo dieser Reiz, dieses Besondere und genau darum ging es jetzt auch.
als ich an der Kreuzung stand. Also, kleinen Einschub, als ich dann nämlich auf einmal gemerkt habe, mir fehlte praktisch nur die Motivation, dieser besondere Reiz, dieses Außergewöhnliche, als ich dann eben auf einmal dieses große Glücksgefühl, um sich die ganze Zeit geht, als ich das dann empfunden habe, als ich dann nämlich auf einmal gemerkt habe, nee, ich kann es immer noch. Es ist immer noch da, wirklich. Ich bin immer noch in der Lage, sehr, sehr, sehr viel schneller zu werden, wenn ich laufe. Ja, wirklich, aber wie schnell? Also, wo es eben oft wirklich nur eine Frage der Motivation ist. Also des Momentes und so, wo ist ja im Moment ein Riesenthema auch. Mobilität in der Innenstadt. Also wie kommt man ökologisch und schnell durch die Innenstadt, wird ja riesig diskutiert. Und es ist ein bisschen überraschend, dass Herr Scheuer das noch gar nicht vorgeschlagen hat. Also, dass da bislang noch gar nicht irgendwie die Idee kam, dass man ja auch quasi mehr oder weniger einfach sehr, sehr große, schlecht gelaunte, kräftige Menschen gezielt beleidigen könnte. So schnell durch die Innenstadt zu kommen, ganz ökologisch, ganz einfach, wäre eine große Möglichkeit. Und stattdessen haben wir im Moment jetzt eben aber die Situation, dass wir halt diese Riesendiskussion über die E-Scooter haben. Elektroroller halt, wo ich dazu geben muss, das ist ja auch immer häufiger jetzt, dass ich es anfangs auch gar nicht richtig begriffen habe, worum es eigentlich geht. Also gar nicht richtig mitgekriegt habe, als das losging, auch mit dieser ganzen Kampagne, als sie das erklärt haben, jetzt kommen die Elektroroller und es dann eben auch hieß, das ist jetzt eben das neue Gefährt für den letzten Kilometer, also innerhalb des Verkehrskonzeptes in der Innenstadt, der letzte Kilometer, dafür hat man jetzt dieses Gerät, das kann man, wo ich dann auch genau dachte, ja, das stimmt auch. Also da, wie oft hat man nicht überlegt, was mache ich? Also mit dem letzten, also wie verzweifelt man auch war. Also wurde immer das, der letzte Kilometer, wir haben ja nichts. Also es ist ja, und dann stehst du da, ne, und überlegst, wie komme ich denn jetzt, das letzte, da, wie oft haben wir an U-Bahnhöfen übernachtet, seien wir ehrlich. Weil du einfach nicht wusstest, wie komme ich denn jetzt weiter? Also das. Und wo soll ich hin? Und so, es gab ja nichts, wir hatten nichts. Also wirklich die ganze Zeit. Oder, nee, also eigentlich war es noch schlimmer. Also eigentlich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, das ist jetzt das Gefährt für den letzten Kilometer, dachte ich tatsächlich, muss ich zugeben, im ersten Moment, das ist ja das, was man sich sonst immer von den Sagenträgern hat tragen lassen. Also, ne? Weil ich es nicht richtig mitgekriegt hatte und dann auch dachte, Mensch, und dafür ein neues Gefährt extra, also das war doch gut, also muss das denn sein? Und jetzt in der ganzen Stadt die aufstellen, braucht man das so viel? Also ist das wirklich, also das ist doch übertrieben, weiß ich nicht. Nein. Auch Quatsch. Aber jetzt ohne Quatsch. Es war tatsächlich so und das fand ich schon erstaunlich. Das weiß ich noch genau, das war am Mittwoch. Also jetzt 3 Tage her. Und zwar war das gleich hier vorne die ganz große Kreuzung. Da eben Mehringdamm, Ecke York, Gneisenau, die riesige Kreuzung, wo ja auch immer die Hölle los ist. Da war ich eben und habe dann gesehen, wie zwei fröhliche junge Menschen auf so einem E-Scooter unterwegs waren, zu zweit wohlgemerkt. Auf dem E-Scooter zu zweit unterwegs waren und auch wunderbar und auch relativ schnell. Also wahrscheinlich ja 20 Stundenkilometer, so schnell ist es ja wohl. Also, aber es fühlte sich sehr schnell an, sehr schnell. Und zwar waren sie nicht nur zu zweit auf diesem E-Roller unterwegs, sondern außerdem auch noch mit einem Selfie-Stick, wo sie unterwegs, sich auch noch selbst bei diesem Fahren mit dem E-Roller dann gefilmt haben, während sie in diese große Kreuzung dann rein sind. Und fröhlich, wo ich dann für einen Moment dachte, vielleicht habe ich es mit dem letzten Kilometer doch richtig verstanden. Also, womöglich ist es doch dichter dran, aber man hofft ja, dass das nichts ist. Und eigentlich wollte ich von all den Sachen, und ich muss, wir sind schon ganz schön, eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Natürlich. Aber es ist ja. Nee, tatsächlich, weil es Robert auch angesprochen hat mit dem Bahnfahren, also von wegen Mobilität. Ich fahre ja tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne, sehr viel auch mit der Bahn, mag sie auch wahnsinnig gern, habe sie auch immer in Schutz genommen, auch in den schwierigen Zeiten, immer gesagt, nee, komm, lass die Bahn ist viel besser als ihr Ruf. Ganz oft bekommt man gratis viel mehr Fahrzeit dazu, als einem eigentlich zusteht.
völlig unkompliziert, völlig fein, völlig schön und so, ganz, ganz toll. Aber es ist, also wer die letzten anderthalb Jahre mit der Bahn unterwegs war, weiß, oh, also zuletzt hatten sie oft eine Großzügigkeit, wo ich persönlich auch sagen würde, oh, das hätte nicht gemusst. Also das ist, da fühlte man sich auch erschlagen teilweise. Also von dieser, das lappte ins Übertriebene. Wo ich dann deshalb auch manchmal schon gelitten habe. Aber dann, und da muss man sagen, das hat die Bahn auch drauf. Das ist bemerkenswert. Als so ein Moment da war, wo ich fast auch schon genervt war, haben sie dann im richtigen Moment, hatte ich dann ein Erlebnis, wo ich persönlich eben sagen würde, das war jetzt echt ein Wunder. Und wo wir es eben hatten von Wunder, dass es heute nicht regnet, dachte ich, kann ich dann jetzt von einem echten Wunder erzählen, das ich wirklich vor kurzem erlebt habe und dann einfach auch aufgeschrieben habe. Also es ist eigentlich keine Geschichte im eigentlichen Sinne. An sich habe ich einfach nur dieses Erlebnis aufgeschrieben. Aber das beschäftigt mich auch nach wie vor. Es fängt damit an, dass unser ICE kurz vor Salzgitter plötzlich auf freier Strecke stehen bleibt. Zack, einfach so. Alle Passagiere gucken sich in routinierter Ratlosigkeit an. Klar, wie immer. Doch bevor noch einer richtig was sagen kann, kommt auch schon die Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind hier leider außerplanmäßig zum Stehen gekommen. Ach was, grummelt ein Streifenhemdträger. Und ich dachte schon, es wäre was mit der Landschaft. Weil die sich ja plötzlich noch weniger als sonst verändert. Dazu gurgelt er ein Lachen, das klingt wie eine Geschirrspülmaschine, in der sich ein Topfdeckel im Sprüharm eingeklemmt hat. Also so. So. Diese, kennt wahrscheinlich jeder. Ja, ich kann ganz kurz, das ist vielleicht auch mal ganz schön, so ein kleiner Einblick in die Werkstatt. Also, ne? Wo es ja eben auch schon darum ging, wie entstehen eigentlich diese Geschichten und wie passiert das? Also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich dieses Erlebnis, das habe ich zu Hause aufgeschrieben. Und zwar bei mir in der Küche. Und als ich da, also kurz bevor ich angefangen habe, mich da hinzusetzen, habe ich halt die Maschine noch an den Start gebracht. Und dann eben an dieser Stelle genau war das, dass dieser Sprüharm da hängen bleibt. So, ne, und ich das dann beim Schreiben gehört habe. Und da kann sich auch nicht richtig konzentrieren. Und dachte dann aber auch, oh Mensch, das ist eigentlich ein schönes Geräusch. Also ein tolles, ne? Das solltest du auch mal verwenden. Das ist so hübsch. So ein schönes, tolles Geräusch. Das wäre schön, wenn das mal in der Geschichte hättest, die irgendwie und so. Und das habe ich offen gestanden schon ganz häufig gedacht, weil das ja ganz häufig auch passiert und so. Und immer dachte, wow, das würde ich gerne mal reinnehmen, irgendwie in so eine Geschichte. Und das passt aber nie. Das war nie, dass das irgendwie mal gut irgendwie. Und hier passt es ja auch wieder überhaupt gar nicht. Das ist mal ganz schön, also nur falls man denkt, Mensch, das ist also so einfach ist das alles nicht. Also es ist wirklich, also wo du dann auch so ein Geräusch und oh, du bringst es nicht unter. Über Ewigkeiten. Und dann hast es aber trotzdem drinstehen, ne? Und musst dann ewig erklären, warum das falsche Geräusch hier ist. Ja, nein, da möchte ich oft auch nicht mit mir tauschen. Also... Aber egal, zurück zum Thema. Also, die Landschaft, die der Mann meint, besteht übrigens praktisch ausschließlich aus Gegend. Ja, wer das Kurzvorsatzgitter kennt, weiß, da ist, also so ist die. Also, ein Kind fragt, ob diese Gegend schon Salzgitter ist. Die Mutter meint daraufhin wortwörtlich, ja, nein, nein, Salzgitter erkennt man am Bahnsteig. Man lernt nie aus. So hat halt jede Stadt ihre eigenen Sehenswürdigkeiten. Andere jedoch werden direkt nervös. Ich habe nur 5 Minuten zum Umsteigen, brüllt einer. Na, seien Sie froh, schreit ein anderer, haben Sie es wesentlich schnell hinter sich. Ich werde jetzt fast 30 Minuten zittern müssen, bis endlich keine Hoffnung mehr auf meinen Anschlusszug besteht. Keine Frage, es brodelt in diesem Bereich des Zuges. Und zwar erheblich, aber frag nicht. Man hat das Gefühl, jeden Moment könnte zur Explosion kommen. Der Aufruhr rühren, die Lunte lunden, der Umsturz stürzen. Die ganze aufgestaute Wut wegen all den Dingen und so. Es sind ja so viele Dinge und hör mir auf. Also wegen all der Dinge. Boah, jeden Moment könnte das. Doch dann, noch ehe die Säge sägen kann, kommt plötzlich eine zweite Durchsage. Vom Lokführer, natürlich. Und zwar eine Durchsage, die alles ändern wird. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, aber der Grund, weshalb wir hier außerplanmäßig zum Stehen gekommen sind, ist, unser Zug brennt. Ui!
Kurzzeitig völlige Stille. Dann jedoch geht unüberhörbar ein gewaltiges Raunen durch den Waggon. Boah, das ist mal was. Der Zug brennt. Hui, da kannst du nichts von sagen. Das Aha, das ist mal was Anständiges. Das ist nicht so ein Pille-Palle-Defekt wie Signalstörung oder technische Probleme oder so. Nee, der Zug brennt. Haha, das gilt. Alle sind plötzlich irgendwie sehr zufrieden mit ihrem Verspätungsgrund. Ja, beinahe glücklich, möchte ich sagen. Der Zug brennt, haha, da kannst du nichts von sagen. Das ist was, das lohnt sich auch mal in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben. Ja, da werden alle staunen. Aber richtig, der Zug brennt, das hat nicht jeder. Das ist mal was Besonderes. Ein wenig wird bedauert, dass dieser Brand wohl doch so weit weg ist. Also ganz am anderen Ende des Zuges. Ich meine, man sieht und riecht ja so praktisch gar nichts. Und Fotos kannst du vergessen. Also ist wirklich, also ich rieche sowieso übrigens nichts. Schon lange nicht. Also außer der Chili-Salami meist Platznachbarn. Ja, und die brennt ja auch erst später. Ja. Und da bin ich hoffentlich nicht dabei. Also... Ah, ich sehe, es sind doch einige private Momente in dieser, also... Egal, dann kommen die Feuerwehr und die Polizei und das technische Hilfswerk und. Oh, also wirklich, es ist richtig was los. Alle sind begeistert. So viele erstaunliche, große und bunte Gefährte. Bei jedem neuen Einsatzfahrzeug gibt es einen kleinen Applaus. Mittelalte Männer googeln unter leisem, glückseligen Juchzen die Typen der Rettungsfahrzeuge, um sich in der Folge Fachwissen direkt aus dem Mobiltelefon gegenseitig vorzulesen. Wen das nicht anrührt, der hat noch nie Autoquartett gespielt. Plötzlich brüllt einer Supertrumpf. Dann jedoch, langsam droht auch wieder der Alltag in unser Erlebnis Einzug zu halten. Wie lange wird das ganze Bohai denn jetzt wohl tatsächlich dauern? Also ich meine, das zieht sich ja schon ganz schön. Also, aber kurz bevor die Stimmung doch wieder ins Gereizte kippt, geschieht das zweite Wunder. Und zwar eines, das das erste sogar noch übertrifft. Aber hallo. Der Lokführer macht nämlich noch eine Durchsage. Und was für eine. Eine Durchsage, von der ich wirklich, ohne Übertreibung, bis heute immer noch mal nachts träume. Denn er sagt in der Tat, so, ich habe jetzt doch mal mit dem Einsatzleiter gesprochen und da es keinerlei Verletzte gibt, hatte der auch keine Einwände. Also, gut 100 Meter vor uns ist eine große Kurve. Da werde ich jetzt vorsichtig reinrollen, sodass Sie dann von allen Wagen aus eine gute Sicht auf die Lösch-, Metall- und Rettungsarbeiten haben. Und dann hat er das gemacht. Einfach so. Wenn das kein Wunder ist. Also er ist wirklich in diese große Kurve vorgerollt. Und alle Fahrgäste eines ganzen ICEs stehen daraufhin rund 30 Minuten am Fenster und schauen bei Arbeiten zu, bei denen du genau genommen wirklich nichts erkennen kannst. Also so richtig gesehen hat man eigentlich nichts. Also letztlich muss auch, glaube ich, nur was gekühlt und dann gelöst werden oder so. Aber das stört niemand mehr. Niemand interessiert sich da. Wir können zugucken. Und wie wir zugucken, darum geht's. Und wir können Fotos machen, auch wenn nichts vom Belang passiert. Aber Hauptsache, wir haben das Gefühl, dabei zu sein. Und das haben wir. Aber hallo, aber haha, jeder ist begeistert. Kein Mensch beschwert sich mehr wegen der mittlerweile gut 2 Stunden Verspätung. Nein. Im Gegenteil. Auf dem Bahnsteig in Salzgitter bedanken sich alle beim Zugführer. Alle. Auch ich. Und denke, boah, für dieses Erlebnis, für dieses Wunder haben sie jetzt wirklich mal 10 schlimme Bahnerlebnisse gut. Okay, das war im April. 3 haben sie noch. Dankeschön. Ich glaube, eine kurze Geschichte schaffe ich noch. Ja, es hängt natürlich daran, ich darf sie nicht zu lange einleiten. Mit anderen Worten, ich schaffe es leider doch nicht. Also, nein, Quatsch. Es ist, nee,
Die muss man gar nicht groß einladen, weil das eine Geschichte ist, die einfach auch natürlich im Gesamtkonzept, das ich entwickelt habe, an das ich nochmal erinnern möchte, weil sonst vergisst man es, dass es eben um die Glücksgefühle, um die besonderen Momente geht, die man eben auch haben kann, auch in dieser Zeit. Und da habe ich eine relativ kurze Geschichte hier, die das nochmal ganz schön beschreibt. Aber diese Geschichte hat außerdem, wie ich finde, auch die Qualität, dass sie ziemlich genau auf den Punkt bringt, wie diese Zeit insgesamt im Moment eigentlich gerade ist. Also wie sie auch funktioniert und so. Aber ich lese sie vielleicht einfach vor. Also, außerdem sehe ich gerade, steht das auch im ersten Satz nochmal. Manchmal ist es auch gut, einfach mal reinzugucken in den Text. Doch man staunt immer wieder, was man alles schon aufgeschrieben hat. Also, um zu erklären, wie diese Zeit im Moment eigentlich so genau ist, reicht eigentlich eine kleine Geschichte von meinem Freund Peter. Dessen Haus wurde nämlich kürzlich modernisiert, wie er so viele der Zeit. Neben einer obskuren Dämmung hat man auch Balkone vor die Wohnung vorgeschraubt. Unter anderem auch vor Peters Wohnung im dritten Stock. Peter hat gegen die Modernisierung oder genauer gesagt gegen die damit verbundene Mieterhöhung geklagt und gewonnen, immerhin, also schon, aber die Baumaßnahmen wurden natürlich trotzdem durchgeführt. Daher hat Peter jetzt einen Balkon, den er aber nicht betreten darf. Mehr noch, er muss so tun, als wäre dieser Balkon gar nicht da. Der ist quasi Luft für ihn, wie ein Schiedsrichter im Fußball, so ist der Balkon. Und deshalb wiederum hat Peter jetzt aber das Hobby des Freikletterns für sich entdeckt. Sprich, er seilt sich jetzt praktisch mehrfach täglich von außen an der Fassade seines Hauses ab. Und zwar genau auf Höhe des Balkons. Also theoretisch. Denn tatsächlich stößt er beim Abseilen ja schon sehr früh auf diesen Balkon aus Luft. Unabsichtlich, klar, aus Pech sozusagen. Also gut, von außen betrachtet wirkt es in der Tat schon so, als würde er einfach nur mit einem um den Bauch gebundenen Seil auf dem Balkon stehen. Ja. Also so sieht's aus, wenn man es nicht weiß, würde ich auch sagen. Ja. Oder auch sitzen, ne? Weil ab und zu seilt er ja auch noch einen Stuhl oder manchmal einen Tisch mit ab. Wichtig ist nur, laut Peter, dass wirklich alles angebunden ist, da ja der Balkon offiziell Luft ist und ohne Seilsicherung sonst alle seine Sachen auf den Bürgersteig fallen würden, also offiziell. Aber angeseilt geht's, ganz regulär, sagt Peter. Den neuen Fahrstuhl darf er auch nicht benutzen, hat er nämlich auch abgelehnt. Aber er kann, meint Peter, wenn er nach Hause kommt, natürlich einen Nachbarn auf seinem Stockwerk besuchen. Ne? Und zudem mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ne, weil der hat den ja nicht abgelehnt. Ne, nur ganz kurz besuchen. Nur hallo, das reicht schon. Ne, und auf dem Rückweg vom Nachbarn kommt er dann ja bei sich bei der Wohnung vorbei. Also, klar, die Nachbarn sind mittlerweile schon genervt, weil er deshalb ständig bei ihnen klingelt. Aber Peter meint, er will sich halt einfach an die Regeln halten. So ist er. Stehe also mit Peter und einem bauchgebundenen Seil auf seinem Luftbalkon, als er sagt, ey, seit der Modernisierung haben wir echt sehr viele neue Mieter hier. Also die sind schon nett, im Großen und Ganzen kannst du nichts von sagen. Wunderbar, wirklich, aber teilweise schon auch komisch. Und außerdem haben die oft auch so Sachen. Wie, was denn für Sachen? Ja, so Sachen eben. Warte mal. Er holt ein Megafon, lehnt sich etwas über das Balkongeländer nach außen und brüllt dann gegen das Haus, Alexa. Spiel bitte mal Waterloo von ABBA. Aus mindestens 10 Wohnungen. Ertönt sofort Dinge, 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 Tada! Du hast von hier aus Zugriff auf die ganzen Alexas im Haus? Ja, größtenteils. Und mit dem Megafon, das funktioniert echt ziemlich gut. Ey, das ist richtig cool. So eine gute Anlage hatte ich noch nie. Ne? Weil eigentlich sind es ja auch 10 Anlagen. Damit kann ich quasi die ganze Straße beschallen. Das ist schon super. Wir machen hier oft richtig Party. Also ich... In Heilbronn gab es wohl kürzlich tatsächlich mal den Fall, wo jemand die Alexa seines Nachbarn gestartet hat. Ne? Also die Mitternacht aufgefordert hat, ganz, ganz laut Musik zu spielen. Um dann die Polizei wegen Ruhestörung zu rufen. Also ich finde, das beschreibt diese Zeit ziemlich gut. Vielen Dank, Horst Evers.
Live aus dem Park am Gleisdreieck. Vielen Dank, Horst.